In meiner Praxis bin ich gezwungen, sehr oft über die Ernährung zu sprechen. Wieso? Weil die Ernährung ist eines der maßgeblichsten oder die wichtigsten Dinge sind, um bei der Entstehung, auch bei der Behandlung oder Mitbehandlung der proktologischen Erkrankungen. Das bedeutet, dass die meisten proktologischen Erkrankungen entstehen, weil die Patienten sich ganz falsch ernähren. Da kommen auch andere Faktoren wie Übergewicht dazu, aber die Ernährung ist natürlich maßgeblich. Und die Patienten sagen, ja, Herr Doktor, ich esse doch ganz normal, ich versuche, ich achte darauf, aber ich habe da so viel Stress und dann kriege ich so einen Heißhunger und dann funktioniert das überhaupt nicht. Wieso ist das so? Werde ich in diesem Video beantworten. Mein Name ist Dr. Eduard Karsten und herzlich willkommen in Wuppertal. Was passiert eigentlich im menschlichen Körper, wenn wir Stress haben? Also Stress, muss man dazu sagen, ist eine ganz, ganz wichtige Reaktion des menschlichen Körpers. Und zwar, die ist überlebenswichtig. Wieso? Als wir damals entstanden sind als Homo sapiens und wenn wir in einer Stresssituation kamen, zum Beispiel mit einer Begegnung mit einem Säbelzahntiger oder mit einem Mammut oder wie auch immer, ne, es ging tatsächlich um Leben und Tod. Und da braucht der Körper ein Tool oder eine Möglichkeit, die Energiereserven zu mobilisieren. Das bedeutet, also wenn wir Stress haben, wir sehen diesen Säbelzahntiger, dann geht auf einmal sofort unsere Stresshormone hoch. Also das sind Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol. Ne? Das sind ganz wichtig. Was ist die Wirkung davon? Adrenalin und Noradrenalin machen eigentlich unser Herzschlag schneller. Ne? Das bedeutet, wir kriegen sofort eigentlich sehr viel Blut überall, ne, in die Muskulatur. Das heißt, wir können laufen oder mit dem Tiger kämpfen. Ne? Also die Gefäße werden eng gestellt, ne, damit eigentlich Blut gut durchgeht, auch die Organe, die sofort oder in dieser Situation nicht benötigt werden, wird auch Blut eigentlich gedrosselt. So. Und Cortisol hat auch eine andere Wirkung. Cortisol setzt Energie, also Glukose frei. Das bedeutet, aus den Reserven, die wir haben, ne, das ist auch aus Fettreserven primär, ne, und aus der Muskulatur, die momentan nicht benötigt wird, wird einfach ganz viel abgebaut und der Zucker steigt hoch. Ne? Wir haben dann massiv viel Energie, wir können kämpfen, wir können weglaufen. Also das ist so, in Stressreaktionen mobilisieren Menschen unglaublich viel Energie. Also wir sind immer erstaunt, was die Menschen oder was der Körper eigentlich leisten kann, wozu er imstande ist. Es ist wirklich massiv und in der Regel ist das so, dass diese Stresssituation sehr kurz abläuft. Ne? Das ist so, das heißt, entweder der Tiger ist weg oder ist er tot oder wir sind weggelaufen, wie auch immer. Und dann ist das eigentlich alles cool, ne? Und wir sind entspannt und die Hormone fallen ab und wir können uns regenerieren. In der jetzigen Zeit ist das anders so. Das bedeutet, dass nicht der körperliche Stress, auch der mentale Stress spielt eine ganz große Rolle. Die Reaktion ist die gleiche, aber das hört nicht auf. Ja, das bedeutet, wir haben ständig einen erhöhten Stresshormonlevel. Ja, das bedeutet, die Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Hormon, sind permanent da. Was passiert, wenn wir ständig diese Hormone haben? Adrenalin, Noradrenalin, also das belasten natürlich Herz-Kreislauf-System massivst. Ja, aber Cortisol setzt immer wieder, das heißt, der Blutzuckerspiegel ist einfach zu hoch, permanent zu hoch. Ne? Und beim mentalen Stress, das heißt, wenn wir Stress auf der Arbeit haben, irgendwo im Büro, brauchen wir einfach nicht so viel Energie. Ne? Und diese Glucose, ne, ist zu viel, wird natürlich dann wieder irgendwo abgepackt. Das bedeutet, dass Insulin wird ausgeschüttet. Wir belasten permanent unsere Bauchspeicheldrüse. Dadurch, ne, so entsteht auch zum Beispiel Diabetes Typ 2, ne, mit der Zeit. Und diese Glucose, die dann aus den schnell verfügbaren Reserven einfach freigesetzt wird, wird eigentlich abgebaut und baut sich nicht irgendwo, wo sie war, ne, in den Reserven, in der Muskulatur zum Beispiel, im Glykogen, sondern geht direkt ins Fett und sehr, sehr oft eigentlich ins Bauchfett, ne, oder ins Gesäß, also wirklich in die Mitte des Körpers. So. Und die Muskulatur schrumpft. Das bedeutet, das wird einfach, kommt von der Muskulatur, geht eigentlich in die Fettzellen. So, das ist eine Sache. Das zweite, wenn wir diese Peaks haben, das heißt Glucose, Insulin und Zucker fällt ab, kriegen die Patienten und die Patienten kriegen die Betroffenen sehr oft Heißhungerattacken. Das heißt, man hat wirklich eine Heißhungerattacke auf was Süßes, auf Ungesundes, aber auch was Fettiges, also wie Chips. Also sehr viele Leute greifen zu Schokolade, Chips Ende in dieser Situation. Deswegen, ne, wenn Sie da wirklich darauf achten, wenn Sie Stress haben, isst man eigentlich das ganz gerne, ne? Oder man hat wirklich ein inneres Verlangen dazu, so Chips oder ein Stück Schokolade zu essen. So. Ist aber keine gute Geschichte dazu. Also, ist eigentlich keine gute Situation. So, das Zweite, was passiert, wenn wir zu viel Cortisol haben, schlafen wir eigentlich verdammt schlecht. Ne? Das ist normalerweise also so, wir haben einen Peak von Cortisol morgens, ne? Da brauchen wir eigentlich Energie, um wach zu werden, um den Tag anzufangen. Und dann fällt das eigentlich mit der Zeit. Es gibt so einige Wellen und eigentlich gegen Abend muss es fallen. Ne? Das ist das, wenn es draußen dunkel wird, dann fällt eigentlich Cortisol, ne? Und dann können wir eigentlich einschlafen. Aber wenn wir in der Stresssituation, insbesondere wenn wir unser Gehirn mit,
mit Weißlicht füttern. Ne? Das heißt, wenn wir Screen haben, also so ein Monitor oder Fernsehen, wo sehr viel weißes und blaues Licht eigentlich kommt, dann steigt eigentlich unser Cortisol, ne? Das ist, und wir können einfach nicht einschlafen. Und das passiert, dass wir eigentlich ganz, ganz schlecht schlafen und uns für den nächsten Tag überhaupt nicht erholen. Und das ist eine permanente Situation, ein Teufelskreis. Ne? Und der Körper wird einfach abgebaut, das heißt, die Reserven gehen weg, es entstehen eigentlich chronische Erkrankungen. Ja, das ist so. Und da kann man es natürlich viel machen. Man kann, oder die Patienten versuchen eigentlich vielleicht dagegen zu wirken, oder versuchen also diesen ansetzenden Fett, was sie merken, dann durch Sport, durch mehr Sport, Bewegung einfach abzubauen. Aber das wird genau zum Gegenteil. Das heißt, auch in dieser Situation, wenn sie zu viel Cortisol haben, wenn sie zu viel sich körperlich eigentlich beladen, das bedeutet noch mehr Stress, noch mehr Cortisol. Also das verstärkt nur diese Spirale. So, was kann man machen? Jetzt ist natürlich die große Frage, wie soll ich dem entgehen? Also Nummer eins, wenn sie tatsächlich in dieser Spirale sich befinden, die Ernährung. Das bedeutet, man sollte vielleicht tatsächlich sich sehr gesund, sehr basisch, sehr reizarm ernähren und auf Stressoren, also das ist die Lebensmittel, die eigentlich unsere Cortisol-Ausschüttung stimulieren, sollen wir eigentlich verzichten. Das ist tatsächlich Kaffee, ne? Zu viel Kaffee, Alkohol und auch Nikotin, aber auch die Transfette, ne? Besonders Chips, ne? Und diese Pommes, also dieses Verarbeitete, die Transfette, diese Transfette sind natürlich auch sehr, sehr schädlich für unser Herz-Kreislauf-System, aber die steigern auch die Cortisolproduktion. So. Das zweite, Sport. Nicht zu viel in diesem Fall, sondern moderat, gute Belastung, damit sie sich auch erholen können. Diese moderate sportliche Belastung führt natürlich zum dauerhaften Absenken des Cortisolspiegels. Die dritte Situation ist der Schlaf. Ja, ganz, ganz wichtig, der Schlaf. Das heißt, achten Sie, dass Sie 2 Stunden davor, bevor Sie ins Bett gehen, wirklich auf Weißlicht verzichten. Es gibt natürlich auch Weißlichtfilter. Ne? Das gilt für Computer, für Fernsehen, aber auch für Smartphones. Ganz große, sehr, sehr starke und nicht zu unterschätzende Weißlicht- und Blaulichtquelle. Wie Sie merken, auch diese Situation, auch die proktologischen Erkrankungen haben auch ganz, ganz andere Wurzeln manchmal und sind auch ganz andere Aspekte wichtig. Auch das Thema Schlaf spielt eine ganz große Rolle. Wenn Sie wollen, dass ich ein Video zur Schlafhygiene und zum gesunden Schlaf mache, schreiben Sie mir gerne einen Kommentar dazu. Ansonsten über ein Like, na, würde ich mich, oder weiterempfehlen dieses Video, würde ich mich sehr freuen. Ihr Dr. Eduard Karsten. Danke.